Ja, okay, passt das Asymmetrisch. symmetrisch nicht. Gute Nacht. Nee, Moment, Moment, ich schlafe mir rechts. Da stimmt was nicht. Gehen Sie weg. So. Ich hätte ja auch Tag cheaten können. Lol. Ach ja. Oh, da ist irgendein Monster irgendwas runtergefallen. Nee, war nur ein Dings. Lalalala. Was haben wir hier noch so alles Feines gefunden? Schere kann da wieder rein. Crafting Table nehme ich mir einfach mal mit. Achso, und Brot lege ich da auch mal rein. Schmeiß mal ein iMac. Flupp. Oh, was wie wo? Das ist viel. Ich wollte eigentlich hier das Feld expandieren. Aber dazu bräuchten wir natürlich. Wie willst du das expandieren? Nö, ich mach das aber ein bisschen größer, das Feld hier. Ich ziehe das mal so ein bisschen in die Länge. Wir bräuchten halt ein bisschen Holz dafür noch, aber. Wenn... Ja, kann ich mal du die machen. Tür holen? Kannst du Holz mitbringen? Also, was wir auf jeden Fall hier brauchen. Die haben das ja sowieso komisch aufgebaut hier, finde ich. Das ist ja nicht so das Effektivste. Hoppla. Ich hab keine Erde. Das ist auch schlau gewesen. Aber ein Glück haben wir ja Erde hier. Lass mal so. War auch schlau, das gleich wieder wegmacht. Naja, egal. So, nehmen wir mal hier das Hölzchen und da das Hölzchen. Machen das mal Süßchen. Und machen das hier hin. Hallöchen. Popöchen. Also es sind nicht nur... Oh, wieder ein Küfer. Sehe ich nicht nur... Kühe, sondern jede Menge Hühner auch. Ich weiß, was ich mache. Ich nehme hier einfach das Ding mal weg. Komplett. Wollen wir das Feld ein bisschen quasi optimieren. Mal ein Spiel hängt. Warum eigentlich andauernd? Weil hinter mir ein Huhn war oder was? Lach mich ja tot. Bauen wir doch den Dorfbewohnern mal eben ein besseres optimiertes Feld. Design. Ich brauche keine Erde mehr. Oh Mann, jedes Mal fehlt mir Erde. So, sieht gleich viel schöner aus. Und ist sogar ein Holz übrig geblieben. Die Kühe passen nicht durch die Kränge. Du hättest ja auch einen neuen Zaun machen können. Hättest du ruhig mal die Mühe machen können. Wenn ich gerade am Tiere holen bin, kann ich einen Zaun machen. Die hier so steil runter geht, so mit Treppen. Das ist ja scary. Weiß ja, da am Feld. Quasi gar nicht, wo bist hier gerade. In der Nähe vom Dorf, da ist so eine... Ja, wie so eine Treppe geht da runter. Was? Was ich natürlich nicht habe, ist ein Eimer und was ich nicht habe, ist so eine blöde Hacke. Was ich aber habe, ist ein Crafting Table. Beiden Kühe drängeln sich da und kommen nicht rein. So ein Schrott. Das dauert seine Weile. Die Kühe sind noch nicht so lernfähig. Vielleicht sind sie einfach ein bisschen doof. Wäre auch möglich. So, da haben wir doch jemand eine Handvoll. Hast du das Huhn gehauen?
genau gehört. Ich bin vom Kleintierverein, das geht natürlich gar nicht, ne? Ja, da habe ich reingebuddelt vorhin. So, wollen wir die Ernte für den Winter schon mal vorbereiten, Vibe. Oder wie war das? Es laggt, es laggt. Lalalala. Lalalala. Huhn, gehst du mal aus dem Weg, oder was? Das läuft auf dem Beet rum, das blöde Huhn. Du! Du, bleib weg. Rein mit dir. Das Huhn wäre eben fast gestorben. Ultraleck. Was ist denn hier so ein Ding? Das könnten wir mal hier hin machen. Ja, ich hab's ein paar Felder weitergemacht, das Ding jetzt hier. Was für Löcher? Das sind noch hier die Löcher schaffen. Überall. Achso, hier vorne, runter. Ja, das stimmt. Da geht's ja in irgendeine Höhle abwärts. Ich fall da mal aus Versehen runter. So, mal gucken. Was hier abgeht. Ja, das ist ja hier voll das Tunnelsystem. Kommen Höhlengeräusche und was nicht alles. Oh, und Eisen. Na sowas. Und irgendwo schießt schon wieder ein Skelett auf mich. Von irgendwo her. Kaum finde ich mal was, ne? Wird mir hier nicht gegönnt. Ich stocke Duster und ich habe keine Fackel. Aber ich sehe ein Skelett. Das jetzt gerade beschlossen hat zu sterben. Ist irgendwo runtergefallen. Bewohner sind hier auch irgendwie ein bisschen. Ich mach mal hier die Funsel an. Vielleicht steht da die ganze Zeit ein Creeper neben mir und lächelt. Lalalala, bringe ich ja wieder ein bisschen Eisen mit und ein bisschen Kohle. Von meiner Expedition. Aber wie schnell und effektiv man noch zu zweit ist. Ja gut, wir haben jetzt auch natürlich den großen, das große Glück gehabt, ein Dorf zu finden. Oder neben dem Dorf zu spawnen. Ach, direkt neben dem Feld bin ich reingesprungen und dann rechts um die Ecke. Eigentlich wollte ich es zumachen, aber das Eisen war zu verlockend. Okay. Ich könnte heute wirklich hier eiskalt einsperren. Ja, das habe ich mir schon gedacht. Ja, weil offensichtlich der bemerkt hat, da geht es weiter runter und dann baut er einfach das Haus bis zum Ende. Das heißt, da das eine ja ein bisschen an so einer Schlucht ist, hat er das bis zum Ende gebaut. Wie kann denn mein Spiel laggen, bitte? Obwohl, da laufen ja auch zwei Server drauf. Vielleicht ist das von der Auslastung rechnermäßig hoppla. Nicht so geil. Oder laggt es nur bei mir? Ich habe den Eindruck, es laggt nur bei mir. Warum ist mein Rechner so am Abfacken hier? Gut, ich habe mal auf Aufnahme gedrückt, aber... Boah, Alter. Der geht ja mal so runter auf 0 Frames, das Spiel steht komplett. Und dann schnallst du wieder hoch auf 70 Frames. Neben mir steht ein Bewohner. Die sehen ja bei mir im Texturpack aus wie so Vermummte. Boah, hier kommt... Hier kommt voll... Jetzt kann ich es gar nicht mehr spielen, jetzt ruckelt es ja nur noch. Soll das ein Spaß sein hier, oder was? Hammer. Ah, da bist du. Schießt so ein Skelett nach mir. Ich kann gar nichts machen, weil das so krass laggt. Ja, ich kann nichts machen. Super, zack. So, zapp, zapp, weiter. Cool. Das ist echt funny. Ich kann jetzt mit einer Vielzahl von Frames spielen. Die Bewohner beobachten mich voll, die sind voll die Stalker. Die sitzen hier, wie sind denn das hier im Garten hier oben, den Zaun eingesperrt? 1, 2, 3, 4, 5, 6 Bewohner. Oh, hier oben ist ja noch mehr Getreide. Das habe ich noch gar nicht gesehen. Ja Gott, stehen wir bei. Da können wir ja Brot fressen bis zum Abwinken. Hoppla. Das hatte ich gesehen, ja. Ich nicht.
Ich war schon mir da unten Mühe und baue ein Feld auf. Wir warten eigentlich. Hier oben gibt's tonnenweise. So schön, Monster. Das habe ich auch gehört. Hier drüben ist noch ein Feld und Bewohner ohne Ende und Schlaraffenland und so. Brauchen gar nichts mehr spielen, weil alles schon da ist. Wir müssen sowieso auch an der Schacht gehen und Sachen suchen. Hätten wir ja gar keine Hütte ausbauen brauchen, wenn wir sowieso eben nur gastieren. Hoppla. Ja, wir haben es ja nicht ausgebaut, wir haben es ja nur mal uns. Ich hab mir so eine Mühe gegeben mit dem Feld, ey, und so. Unterschlupf, mäßig. Okay. Oh, das ist ja auch eine Bude, basiert auf viel Holz. Lalala, ich chill hier noch eine Runde auf dem Feld. Da ist ja noch mehr Feld. Ah, Monster! Monster, Monster everywhere. Ja, super Regen, das ist toll für die Ernte. Ich finde schon eine Spinne. Ja, ich hab schon eine Spinne. Creeper, ach, ich hab alles. Alles, was ich brauche. Sehr schön. Spinne mit zwei Spinnenfaden. Dann komme ich jetzt mal back in town. Weil dann können wir nämlich auch eine Angel bzw. einen Bogen bauen. Oh, hier warpt irgendwo ein Enderman rum. Den habe ich auch gerade gehört, ja. Draußen steht ein Dorfbewohner rum und spannt ins Fenster. Mann, geh nach Hause, es regnet, ey. Boah, was ich noch mit Zeug jetzt gesammelt habe. Jetzt muss ich aber langsam ins echte Bettchen. Das ist ja ein Ding. 27 Brot habe ich gemacht. Kommst du morgen Abend? Zu mir? Ja. Oh, schön.